Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem kleinen Ersteindruck vom Spiel Urban Strife, was demnächst auf Steam erscheinen wird. Gerade sind ja die Steam-Spiele-Vorstellungen, also ich glaube noch bis morgen. Und ja, 1000 Spiele, wo ihr euch die Demos angucken könnt und wo ihr auch unter anderem Entwicklervideos und Spielevorstellungen von den Entwicklern bekommt. Und eines dieser Spiele ist eben jenes hier, was wir vor uns sehen. Das Ganze erinnert mich ganz, ganz stark an Jagged Alliance. Nur mit einem anderen Setting. Wir befreien keine Region von irgendeinem Bösewicht, sondern, vielleicht erkennt man es im Hintergrund schon, wir versuchen in einer Zombie-Apokalypse zu überleben. Ebenfalls rundenbasiert. Also, Rundenstrategie, genau meins. Und ich bin sehr gespannt. Das Ganze wurde entwickelt von, ich muss ganz kurz gucken, White Pond Games und gepublished von Microprose. Wie gesagt, wenn man auf das Erscheinungsdatum im Steam Overlay guckt, steht da bald verfügbar. Deswegen kann ich euch dazu keine genaue Angabe machen, wann dieses Spiel erscheint. Aber wir gucken uns die Produktdemo an und schauen mal, was dieses Spielchen für uns zu bieten hat. Ich freue mich drauf. Es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus und ich bin gespannt. Ich habe ein paar Minuten quasi reingespielt, einfach um zu gucken, wie so die Steuerung und sowas ist. Ich hoffe, ich kriege es so halbwegs hin. Aber gut, ne? Erster Durchgang. Alles offen. So, neues Spiel. Ich mache jetzt Experience. Alles gut. Dann kommt hier ein kleiner Ladebildschirm und dann die... Naja, es gibt kein Video. Es ist eher so eine kleine Intro-Bildfolge. Und wir erfahren, wie es losgeht. Somewhere on a highway leading out of Atlanta, a police cruiser was escorting a mysterious ambulance into the night. Also, ne, irgendwo auf dem Highway außerhalb von Atlanta, eine Polizeieskorte wurde attackiert. When a herd of the undead suddenly appeared in the headlights, the driver was forced to make a desperate swerve through the mass of bodies. Also er musste ausweichen. Durch die Zombie-Horde und one wrong turn of the steering wheel and the escort car crashed, leaving the police officer injured and helpless against hungry monsters. Ja, einmal falsch abgebogen und schon ist er am Arsch. Meanwhile, at the ambulance, you awakened, confused and alone. You were near Urban and you were about to engage in a fight for your life. Also das sind wir. Das werden wir gleich noch ein bisschen genauer sehen, wer wir wirklich sind. Und ja, wir waren auf dem Weg, oder wir sind in der Nähe von Urban. Urban heißt anscheinend der Ort oder die Stadt. Und ja, sind aufgewacht, kämpfen uns gegen die Zombie-Horden durch. Und das ist erstmal das Spiel-Overlay. Hier oben sehen wir, ja, quasi Uhrzeit. Tag wissen wir nicht. Hier unser Quest-Log. Dann, ich weiß nicht, was das heißt. Achso, Floors 1, 2, 3, okay. Dann, das, damit kann ich noch nichts anfangen. Das ist eine kleine, ja, nochmal so ein kleines... Weiteres Intro, da kommen wir gleich zu. Dann haben wir hier die einzelnen Positionen, die wir einnehmen können. Also crouchen, walken oder laufen. Unsere Ausrüstung. Dann noch ein paar Zusatzausrüstungen. Was ist das? Change the Attack Mode. Ach so, okay, Attack Mode. Also wahrscheinlich Burst-Modus, also Feuerstoß, Einzelschuss und ja, wahrscheinlich noch irgendwas anderes später. Und your turn. Okay. Bin ich in den rundenbasierten Modus gegangen. Können wir aber beenden, weil es gibt keine Zombies in der Nähe. Gut, dann welcome to Urban Strife. This is how your story in our world begins. You have been in a severe car crash and attacked by zombies. Despite your injuries, it looks like you fought off the ones who mauled your companies, but then fell unconscious. The young woman is Kaylee and is the next... And in the next few minutes she will save your life. But first let's get... her near your fallen body, reach the accident site by right-clicking near your unconscious avatar. Some basic first aid kit. Kaylee has bandages. Use some on you to stop your wounds from bleeding. You are KO from shock, so next have her give you a stamina boost injection to wake you up. It's the blue syringe, either in her quick pockets or in her inventory. Okay, also erstmal sollen wir mit Kaylee quasi unseren Körper wieder aufsammeln. Wir sehen hier so ein kleines Vorschaubild, auch hier mit Deckung. Das erinnert mich an... Ach, wie hieß es denn? Oh, aha, ich komme nicht auf den Namen. Mein allererstes Let's Play. Boah, ich komme gerade nicht drauf. Wir können ja auch ein bisschen interagieren.
Hier zum Beispiel könnten wir uns den Polizisten angucken. Wir gehen aber erstmal schnell zu unserem Körper und versuchen, den erstmal wieder auf Vordermann zu bringen. So, wir verbinden ihn. Achso, links- und rechtsklick ist tatsächlich noch ein bisschen schwierig. Manchmal muss man rechts klicken, manchmal links klicken. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. So, wir verbinden ihn erstmal. Objective completed. Have Kaylee use a bandage on the bleeding person. Wake up the victim with a stamina booster. So, da ist es in das Schnellinventar gerutscht. Wir hauen ihm mal eine Spritze rein, dem Unknown. Und da wacht er schon auf. Hey, you're all right? I'm Kaylee Adams. I overheard the noise and came to see if anyone's hurt. Can you speak? What's your name? Ah, oh, my head. It hurts. One second. So, wer sind wir denn? Das kann man jetzt hier quasi festlegen. Also, wir sehen erstmal, also Sheriff's Department finde ich ganz cool gemacht tatsächlich. Also, Incident, Car Accident, 3 Fatalities, 1 Survivor. Also, 3 sind tot, einer hat überlebt. Wo genau? Auf dem East Highway, auf der Brücke davon. Incident Time, irgendwann letzte Nacht. Responding Officer, gut, keiner. Und Zeugen, Kaylee Adams. Die Dame hier. So, dann könnten wir hier einen Namen eintragen. Ich nehme jetzt einfach mal Barney Humbles. Weiß gar nicht, ob das vom Namen her passt. Passt gar nicht. Max Char, ach, Max 10. Gut, dann machen wir nur Barney. Ja, wir machen einfach mal einen Typen jetzt. So, jetzt können wir hier noch Gesichter auswählen. Also aktuell nur 3. Skin Complexity. Complexion, ja. So, machen wir mal ihn. Hair Type. Das sieht doch super aus. Hair Color passt auch. Facial Hair geht gerade noch nicht. Kommt vielleicht später irgendwann. So, dann könnten wir ihm auch noch Kleidung geben. Das finde ich ja geil. Tracksuit. In grün. Hose. Ah. Okay, das sieht ein bisschen geil aus. Sieht aus wie so ein Fußballtrainer. So, ich pfeife dann gleich mal hier das Training ab. Und dann gehen wir erstmal rein und erholen uns in der Eistonne, wa? wir machen einfach mal hier. Komm. Das ist irgendwie ein bisschen angenehmer gerade. So, das passt. Schuhe und sowas können wir noch nicht machen. So, Zusammenfassung. Car accident with multiple casualties was reported at 11 p.m. by witness Adams Cady on an unauthorized patrol on East Highway Bridge. Also anscheinend ist Cady Polizistin. One survivor, identity unknown, was found on site and rescued by said witness. Survivors show multiple wounds consistent with bite marks and a head concussion. 3 deceased victims were also reported on the scene, 1 paramedic and 2 federal police officers. Sheriff Billy Bow was on duty to fill the report. Okay, vehicle identification, Princess said, quote, some police car and an ambulance, end quote. License plate, she doesn't take it. VIN, too many numbers for Princess. Okay, VIN kann ich nicht. Ach so, ist VIN hier die Vehicle Identification Number? Wahrscheinlich, ja. Report date, today. Reporting Officer, Billy Bo Hicks, Sheriff Extraordinary. Extraordinary? Wo ist denn Billy Bo Hicks? Also wir werden ja jetzt nicht zur Polizei laufen und den Unfall aufnehmen lassen, oder? So, Supervising Authorities, Adams, J. John Major. And other observations. Adams, if you allow your little princess to waltz in and out of the shelter, teach her to fill her own damn accident reports. XOXO Billy. Okay, also, Barney. Da haben wir ihn. Jetzt können wir noch ein bisschen was einstellen. Also, wir können hier, wollen wir also Ausdauer, Strength, Agility, Dexterity, Marksmanship, Intelligence. Wenn wir mal Agility auf 60, dafür geht auf jeden Fall Intelligenz hoch. Ausdauer ist meistens mit Gesundheit verbunden, ne? Wir lassen den Rest erstmal so. Intelligenz geht hoch. Ich hoffe, dass man hier sowas wie eine Art, ja, also Level-Ups und sowas bekommt. I think my name is Barney. I was in a car crash and I'm hurt. But that is all I know. Can't remember much. Oh, sweet lord, it's a miracle you're alive, Barney. I'm afraid your friends were not that lucky. The walkers got to them. You should get those wounds checked out too. They're nasty. Come, we've got a medic at our shelter. He can help you. And keep quiet. There's bound to be more beasts around. So, da ist der Ausgang Richtung unserer, ja, Unterkunft. Here. Here. Yeah.
Wir gehen erstmal ganz kurz ein bisschen gucken, ob hier noch irgendjemand ist. Oh, da sind die ersten Zombies. You need me? So, und dann wären wir mit Barney. Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas am Start haben. Wir können übrigens auch craften. Das finde ich ja schon mal super geil, dass das möglich ist. Aber ansonsten ist unser Inventar leer. Wir können auch gerade nichts herstellen, weil wir natürlich nichts haben. So, wir konnten doch hier irgendjemanden looten, oder? Ich finde das übrigens ein bisschen schwierig zu sehen manchmal, wen man hier looten kann. Ich weiß, den Polizisten kann man looten. So, der hat, okay, eine Knarre dabei und ein bisschen Munition. Hier kann man übrigens alles mit einmal nehmen. So, Knarre nehmen wir auch gleich in die Hand, das ist super. Und super, Munition ist auch richtig. So, haben wir hier noch einen? Gib mal hier, den kann man noch looten. Weiß nicht, warum wir die nicht looten können. Okay, eine Bandage. Können wir erstmal unten reinschmeißen. Können wir uns denn noch heilen? No need. Okay. Kriege ich also nicht höher. Ja, ansonsten werden wir wohl mal... Ja. ...die ersten Gegner hier angreifen, oder? Gibt es hier noch irgendwas zum Sammeln? Ich glaube nicht. Der Bus war, glaube ich, leer. Das kann man nicht aufsammeln. Nee, ich weiß nicht, ob man das irgendwie so hervor... Ach doch, hier, guck mal. Hier kann man wirklich hervorheben. Mit Alt. Ready. Dann werden wir hier... Ach, eine Brechstange. Cool. Können wir auch noch in die Hand nehmen. Ansonsten ist hier erstmal nichts. Gut, dann... Here I am. Werden wir unseren ersten Kampf beginnen. So, wir können übrigens mit Schiff, das finde ich sehr geil. Könnte man sagen, schieß mal auf den Körper oder schieß mal auf den Kopf. Wir schießen erstmal auf den Körper. So, jetzt geht es in den Turn-Based-Modus. Enemy spotted. Turn-Based-Mode is triggered. The red buttons. Red button is lit. Your action points are shown on the team card. You use them for movement and performing actions. When moving, the destination cursor shows both the AP costs to reach it and if how many times you can use your main weapon. You're fighting zombies. Try not to attract the entire herd. It's best to pick them out one by one quietly. Loud sounds like shooting or running will attract ads. Zombies are pretty resilient to damage except one weak spot, the head. Hint, use shift left, shift click for to aim works with melee too. Also, das haben wir schon gesehen. Man sieht auch hier in der Vorschau schon, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man trifft. Also hier auf dem Körper sieht es grün und optimal aus. Kopf wird dann ein bisschen weniger. Aber wir haben gesehen, der Körper ist aktuell noch einfacher zu treffen. Ist far, aber wir könnten es probieren. Oh, perfekt. Da ist der erste schon mal down. So, dann lassen wir den mal ein bisschen rankommen, würde ich sagen. Oder sie, seine Frau. Ich weiß, können die über Hindernisse schlagen? Nein, ist ihr auch gerade aufgefallen. Ist nicht möglich. So, dann werden wir mit Barney versuchen, Richtung Kopf zu zielen. Na, hat er, glaube ich, nicht ganz getroffen. Das war ein Headshot. Und damit ist der... Ist die Runde vorbei. Keine weiteren Gegner. Guck mal weiter hier vorne. Ready. So, dann holen wir erstmal hier ein bisschen was aus den Leuten raus. Interagieren. Mit Linksklick. Okay, die hat gar nichts am Start. Natürlich super. Gucken, was er hier noch dabei hat. Oh, nochmal Munition. Perfekt. Und noch genau die richtige. Und sie hat Goldzähne und ein Holzbolzen. Keine Ahnung. So, erstmal nachladen, bitte. Hier. So. Ja. Dann kommt man weiter vor mit, ja, Q und E. Das ist tatsächlich mal komisch. Ein Spiel, was uns nicht erklärt, wie man die Kamera bewegt. Oh, das ist der nächste. Here I am. So, wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwas interagieren können. Sieht aber erstmal nicht so aus. Okay, dann... Treffen wir jetzt besser? Jetzt treffen wir besser. Undead Civilian. One use, 2 AP. Got it, mate. Okay. Ready. Ah, schade daneben. Aber wir können auch einmal schießen. That's the end. So, da kommt gleich noch ein freundlicher Kamerad.
Der kommt aber sehr nah. Oh mein Gott, da kommen gleich noch mehr. Shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Okay, dann werden wir jetzt mal Richtung Kopf zielen müssen. Okay, Headshot. Headshot. Perfekt. Oh mein Gott, das war daneben. Okay, Torso leider getroffen. Headshot. Yes, sehr geil. Gut, mehr können wir natürlich nicht machen. Oh, ich hoffe nicht, dass sie uns angreifen kann. Ah, oh, dammit, Alter. Oh, jetzt wird's knapp. Headshot. Und wir müssen uns mal ganz schnell verbinden. Okay. So. Ende. Ja. Hier. Kampf ist vorbei. So, mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was looten können. Boah, die Hitboxen sind ein bisschen klein. Ein paar Nägel, okay. Ich denke mal, damit können wir später dann nochmal ein bisschen was... Ich weiß nicht, ob hier übrigens noch Gegner sind. Wie gesagt, ich habe nur mal kurz reingeschaut. So, nochmal Goldzähne. Keine Ahnung, ob man die wirklich braucht irgendwie. Ist hier noch jemand am Ende? Sieht erstmal nicht so aus. So, Goldzähne. Gar nichts. Und gar nichts. Okay. Kann man eigentlich einen Rahmen ziehen? Ja. So, hier kann man auch gar nicht mehr interagieren. Okay, ich denke, dann sind wir durch. Und können den Level beenden. Evacuate. Gerne. Oh, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Mal gucken, ob wir den Shelter noch sehen. Also den Zufluchtsort. Oder ob wir uns da noch weiterhin durchkämpfen müssen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. The young lady somehow hauled you to safety, wounded and delirious. Now after a few days, you awaken from your feverish nightmare to the sound of two men whispering nearby. You're sure the drug worked? Can we talk? Ach, hier ist J.J. Adams. Den haben wir ja im Bericht schon gelesen. Yes, it's good. Night for a few solid hours, or until I use the reversal. Should wake up fresh as a daisy. My hands are shaking, JJ. This whole thing turned out to be a miracle. I mean, I had hopes, but nothing like this. I need to run some tests, see exactly how it worked. But this is huge, my friend. Dr. Henderson. Wahrscheinlich hat er uns irgendeine Droge gegeben, sodass wir, ja, quasi uns nicht verwandelt haben. So würde ich das jetzt mal verstehen. So you found no traces of the virus? How's that possible? I mean, the bites were ugly. No human could have gone through that without turning. I know, I ran all the blood tests I could. It is gone. The head trauma worries me a bit, but maybe it's for the best. Waking up from deep coma is always a shock. Waking up in this world is 10 times the shock. So this amnesia might be a blessing in disguise. We just need to make sure the kid feels welcome. And kept busy until I finish my research. Don't worry, Doc. It's not like there are too many young people around here able to keep us alive. The kid will be busy as a bee. I've got the perfect job lined up. Please call me when our guest wakes up. Okay, also wir sind anscheinend einer der wenigen, die nicht sich verwandelt haben. Okay, still tired, you return to your dreams. But the nightmares are gone for once. There's silence. Your first goal, sleep. Then you wake up. Okay, also, wir sind aufgewacht. Grandpa, our guest is awake. Da sind wir. My friend, we are mighty glad to see you are better. I'm J.J. Adams, the major of this humble community. This little lady is Kaylee, my granddaughter and savior, and your savior. And this is here... And this here is our Dr. Henderson, who brought you back from the dead. I'm Barney, I think. Wait... Where am I? What happened to me? You've been out cold for days, my child. Kaylee found you near our shelter up the highway ramp. We're lucky she heard the accident noise and made it in time. She carried you here somehow and Doc used whatever medicine we had left to keep your fever down. I guess I should thank you, Doctor. I feel terrible that you've wasted all your meds on me. I'll be sure to have a refill sent from Atlanta. I'm truly in your debt. If there's any... Ja, komm, wir machen das mal als Erster. Doc Anderson performed a straight-up miracle on you. Our situation is pretty dire, and I'm afraid that despite your good intentions,
You won't be getting anything from Atlanta anytime soon. No need to thank Major Adams for letting me use our last medical supplies to save you. I hope you make it worthwhile. To be honest, you're in a huge debt to them, not to me. The costs were indeed high, but I'm hopeful our young guest here will appreciate our efforts. More on that later. So, I'm truly in your debt. If there's any way I can repay you all, just ask. You will have a chance to do that sooner than you think, my dear Barney. Let us go to the atrium. Our residents have just assembled there. We will get you introduced and up to speed. Okay, wie viele Leute haben denn hier überlebt? Oh, die haben eine richtige Kommune hier, das ist ja gut. Thank you all for coming on such short notice. As you all know, we have a new guest. Let's welcome Barney to our humble shelter. A fit and able young person is a rare sight among these parts. I'm sure our friend here will do everything to help us in our hour of need. Coincidentally, I'm afraid that time is now. Oh my god. We agreed to let Master Mechanic Owen lead the supply expedition after he assured us the generator will be running fine for months. Then the other day, it started stuttering again. Any day now, it can break. Normally, I would radio Owen and call him back. But all the power surges also broke our emitter. This means, yes, asking the professor for help. Phineas Ford may not be popular around here, but he's the only one who can fix the radio. So I have decided to send our sheriff and his deputies after him. And since Billy has no deputies, all those under 45 are kindly required to volunteer. Thank you all. That was it. Okay, also die Energieversorgung bricht also zusammen und wir müssen zu Phineas Ford, der anscheinend hier der Einzige noch ist, der sowas reparieren kann. Billy Bo. G. Adams, under the age of 45, you all say? Then let me do a quick head count. You all spoiled Princess Kaylee as Chinese nurse who can barely speak English, and you all new star guest, Zombie Bait here, as deputies. You all really gone have me an army, sir. Heads off. No. I'm no sheriff deputy. I'm qualified nurse, but many stupid people with guns out there. So yes, you need good nurse. I go. Okay, Lucy Lee kriegen wir noch mit? Count me in, Grandpa. Achso, count me in, Grandpa. I could have gone and brought in the professor alone. But I guess someone must watch out. Billy doesn't get lost and ends up as a zombie. He smells bad enough in his human form. Just wait, sir. I expected to repay my debt peeling potatoes or something. Are you sure it is smart to give a complete stranger a sheriff badge and a gun? My child looks around you. Almost all of us are very old, I'm afraid. If you plan to rob the place, there's simply nothing to steal. The few of you who can still fight are our last hope. If we can't repair the radio and get Owen back, this place is history anyway. We saved your life, and now we are putting our lives in your hands. It is that simple. Now go, don't keep Sheriff Billy waiting. Okay, can you be more precise about Professor Ford's whereabouts? Okay, gut. Story und sowas können wir uns später vielleicht mal angucken. Ich will euch ja ein bisschen was vom Spiel zeigen. So, okay, also. Coffee Cup. Okay, also Billy Bow. Old office was coffee. Billy, sure you didn't forget the craft. Yeah, I don't think I done that. I went darn good at. Achso, okay, wir können also jetzt das Crafting lernen. Sorry to break this lovely quarrel. But I'm here to collect my gear and head out. You all need that 22 gun and other stuff. Blah, blah, blah. It's all been stored in our armory locker. Get ready. Okay, thanks. Listen, Sunshine, if you don't like, grab the gun barrel, smash their brains in. Okay, I'm ready to go. Since you're done, gave me a headache. Care much anyway with Adam's wand. Read yourself. But I suggest we leg it soon through. I don't want it with dark. Okay, also wir können uns jetzt erstmal für die Mission vorbereiten. So, special NPCs. When you see NPCs with special icon above their head, they are usually there to give you information, a mission or trait. If you move the mouse over the kit of actor, you should see a special dialogue cursor. Genau, da haben wir's. Saving the progress. If you made it this far, it is probably not a bad idea for save your game, okay? Und leaving the shelter, you already know about exit zones. They allow you to leave a zone even during combat if you're overwhelmed. The destination is indicated on them. Just have the proper states.
Okay. Also, wir fangen erstmal an, hier zu interagieren. Und werden uns erstmal ein bisschen ausrüsten. Also, ich hätte gern eine Waffe. Ich hätte gern ein paar... War das eigentlich... Nee, geht nicht. So, das nehme ich noch mit. Und den Rest... Das ist übrigens auch das, was wir alles eingesammelt haben, ne? Okay. So, mit was können wir noch interagieren? Ich glaube nicht mehr mit allzu viel. Nee. Hier mit den Leuten könnte man noch reden. Wir können uns ja mal die Basis angucken. Ist ja auch geil. Also, hier geht es wahrscheinlich irgendwo raus. Alter, wie groß ist denn die Basis? Wow, krass. Okay, ihr habt mal also Autos gestapelt. Da frage ich mich immer, wie das funktioniert. Also, nur weil eine Zombie-Apokalypse ist, können ja nicht auf einmal die Leute Autos von A nach B schleppen, ne? Ist ja geil gemacht. Das erinnert mich wirklich voll an Jagged Alliance. Wo ist denn der Ausgang eigentlich? Ach, hier, okay. Das ist aber nicht gut. Naja, gut. Frage ist halt, ob die klettern können. Okay. Dann, hier haben wir den Doktor. Dr. Henderson, mit dem könnten wir noch reden. Wir können natürlich auch erstmal mit Kaylee und so weiter reden. Hey, Stranger. Okay, ja, ja. Gut. Also, dann können wir mit Lucy noch reden. Nihao. Können wir alles später machen. So, okay. Mit dem haben wir geredet. Travel to Adams Villa, Suburb. Locate Professor Ford. Das ist also unsere Hauptaufgabe. So, hier unterhalten sich die älteren Leute. Ja, wir haben ja gelesen, alles, was unter 45 ist, soll hier also noch auf die Straße. Das, ist aber nicht viel. Okay. Ja, hier warten sie wahrscheinlich für ihre Medizin. Aber ich bin gerade dran. So, er wird uns wahrscheinlich jetzt gleich darum bitten, dass wir nochmal ein bisschen medizinische Vorräte besorgen. Quest, hi there. You've been... Okay. Can I ask you some question about Major Set? Who's Professor Ford? I've brought you some supplies. Ah, okay. Das müssen wir also sammeln. Wir haben ja auch gesehen, Build Plants, Pharmacy, 100 Construction Material. Okay, können wir also nichts machen. Wir sehen hier oben die Base Supplies. Mind the Reserves. Okay, also Reserven, Shelter Upgrades haben wir auch gerade gesehen. Wie komme ich denn da eigentlich rein? You need me? Und Upgrade Icons. Okay, also hier unten, irgendwo müsste es wahrscheinlich dann eine... Ja, so ein Upgrade-Ding geben. So, wer ist Martin? Okay, Martin, aha. Erstmal ins Gespräch einmischen. Ich weiß nicht, um was es geht. Hello, Sir. Ich klicke jetzt einfach mal durch. Okay, jetzt könnten wir hier wieder auch bilden. Eine Car Garage. Können wir aber auch nicht machen. Okay. Gut, ich würde sagen, wir starten mal in die nächste Mission. Alle stehen schon bereit, warten natürlich wieder auf uns. Wahrscheinlich gibt es hier noch mehr Menschen irgendwo, mit denen wir uns oder mit denen wir interagieren können. Aber wir öffnen mal die Karte, sehen, dass hier oben unser Shelter ist und wir sollen zu Adams Villa gehen. Ist ja gleich quasi vor der Haustür. So, wir brauchen dafür 15 Minuten. After it was abandoned, Adams Villa became a welcome stop for tired refugees under the watch of Father Joseph and his followers. Nowadays, Lino Cesare's gang has taken over the mansion and uses it as a forced labor camp. Okay, also um 11:27 Uhr werden wir das Häuschen erreichen.